Wrestling gefordert wird und versuchen, diese Ideologie zu entschärfen. So, Sie wollen mir ins Gesicht schlagen? Sie haben gerade eben so gemacht. Sie wollen mir ins Gesicht schlagen? Warum? Warum? Warum wollen Sie mir ins Gesicht schlagen? Warum wollen Sie mir ins Gesicht schlagen? Ja, ja, warum? Leute, warum seid ihr so aggressiv? Was macht euch so aggressiv? Lernt doch mal zu reden. Lernt doch mal zu reden. Warum seid ihr so aggressiv? So, jetzt fangen wir mal an. Strafanzeige gegen den Herrn. Nehmen Sie die Personalien auf. Ja, Wichser, Pisser, Arschloch. Ja, jetzt werden wir anfangen, diesen Haufen von undisziplinierten, beleidigenden und diffamierenden Typen mal juristisch standzuziehen. Es kann nicht sein, dass diese Leute hier unkontrolliert andere beleidigen, diffamieren, anspucken und sonst was. Wir fangen heute in Hamburg damit an, die linksextreme Szene zu disziplinieren. Und das geht nur, wenn es weh tut. Deswegen Personalien aufnehmen von diesem Typen da, der mich in einer Tour gerade beleidigt hat. Der wird angezeigt und der wird vor Gericht verurteilt. Das tut weh. Das kostet 1000 Euro. Der wird sich überlegen, ob er das nächstes Mal nochmal macht. Und dann werden wir einen nach dem anderen stramm ziehen. Wir fangen heute in Hamburg an, diesen undisziplinierten, diffamierenden, aggressiven und auch gewaltbereiten Haufen einmal hier stramm zu ziehen. Ja, das werden wir machen. Ja? Und ich sage euch eins, Freunde. Ja, wir werden auch wiederkommen. Und immer wiederkommen. Ja, ja, komm. Willst noch mal zuschlagen, ja? Willst noch mal zuschlagen, Burschi, ja? Das sind die Leute, die Hamburg in Schutt und Asche gelegt haben beim G20, ne? Immer zuschlagen, ne? Zuschlagen, ne? Brandsätze legen, ja? Ja? Was ist denn los, ja? Versuch doch mal zu reden, versuch doch mal zu reden. Was ist denn? Was ist falsch? Was ist falsch? Nee, ich halte die Fresse. Ganz einfach, ja? Was ist falsch? Das ist ein Plakat aus der Türkei. Hier, schau's dir an. Hier, das ist ein Plakat, was zeigt, was in der Türkei los ist. Kannst du begreifen? Hörst du zu? Verstehst du, um was es geht? Ja, schön, schön, super, klasse. Ja, Leute, setzt euer Hirn ein. Hört auf, Slogans zu plärren. Ja, hört zu. Denkt, versteht und diskutiert. Ja, wir fangen heute an, hier die Hamburger linksextreme Szene mal ein kleines bisschen hier auf demokratischen Rechtsstaat zu bürsten. Ja, ja, ja. Irgendwie ist jetzt weniger Saft drauf. Irgendwie ist der Box ausgefallen, ich habe weniger Saft. Jetzt ist besser. Nationalismus raus aus den Köpfen! Nationalismus raus aus den Köpfen! Nationalismus raus aus den Köpfen! Wir sind keine Nationalisten, wir sind Patrioten. Wir sind Patrioten, genauso wie die Türken Patrioten sind. Und die Afghanen, und die Iraker, und die Syrer, und die Engländer, und die Franzosen, Italiener. Jedes Land hat Menschen, die patriotisch sind. Weil man, wenn man geistig gesund ist, liebt man das Land, in dem man aufgewachsen ist, wo man von den Eltern und Großeltern gute Sachen mitbekommen hat, da über Jahrhunderte ein Land gewachsen ist und sich positiv entwickelt hat, wie man es bei Deutschland zweifellos sagen kann, ja, mit so ein paar Abschnitten, die nicht so toll liefen. Ja. Und da ist man patriotisch. Nur geistig Kranke sagen, Deutschland verrecke. Polen soll bis Frankreich heißen. Deutschland von der Landkarte streichen. Ja, nie wieder Deutschland! Wisst ihr, was wir euch erzählen? Ein Flugticket nach Nordkorea, aber ohne Rückflugticket. Da könnt ihr in ein sozialistisches Paradies fliegen. Ja, ihr werdet nach einer Woche jammern und flehen.
bitte lasst uns wieder zurück nach Deutschland, ja, wo man schön durchgepimpelt wird, auch wenn man nicht arbeitet, ja, wo ein wunderbarer sozialer Wohlfahrtsstaat ist, ja, wo nicht wenige von euch da drin liegen in der sozialen Hängematte. Ja. Man sagt ja oftmals, ja, Sozialisten bestreiten vieles, aber selten ihren eigenen Lebensunterhalt. Ja. Leute, wir wollen aber jetzt mal richtig reinleuchten in diese linksextreme Szene. Ganz ehrlich, ja, ihr erdreistet euch hier eine angemeldete Kundgebung niederzuperren, uns als Nazis zu diffamieren. Wer nur einen Funken Hirn im Kopf hat, der muss wissen, wenn die Israel-Fahne hier weht, wenn ihr die wiedergegründete Weiße Rose ist, wenn wir vor dem Nationalsozialismus warnen und vor dem Nazi-Islampakt, können wir keine Nazis sein. Ne? Hey Opa, steck dein Schild doch runter, da hast du eine Themaverfehlung. Ja? Erstens bist du keine Oma, zweitens ist hier nicht rechts. Ja? Verstehst du das? Geht das in den Kopf hinein. Leute, und wir werden heute hier anfangen. Und da hoffen wir auf die Unterstützung auch der Polizei hier als Exekutive der Staatsmacht. Dass wir jetzt mal den linksextremen Unrechtszustand in Hamburg hier beenden. Leute, wenn wir Innenminister hier in Hamburg gewesen wären, dann hätten wir es niemals zugelassen, dass eine Horde von gewaltbereiten Linksextremisten diese Stadt hier teilweise anzünden, Autos abfackeln und hier einen Terror veranstalten. Da hätten die ganzen Typen eingekesselt werden müssen und ab ins Gefängnis. So muss man durchgreifen, wenn Gewalt ausgeübt wird. Das war linksextremer Terror unter der Duldung der roten Regierung hier in Hamburg. So schaut's aus. Also Freunde, das Thema, ich bin Journalist, ich habe ein Vierteljahrhundert fürs Bayern-Journal gearbeitet, einen Fernsehsender auf St. 1 in RTL, dessen Chef Ralf Burkeil. Die Geschichte muss ich kurz erzählen. Der war gläubiger Christ, der hat mit mir über den Islam diskutiert. Der hat mir nicht glauben können, dass der Islam so gefährlich ist, der politische Islam. Dann habe ich ihm ein Buch zum Lesen gegeben, Islam und Terrorismus von Mark Gabriel, ein Ex-Moslem aus Ägypten, der vor dem islamischen Terror warnt. Er hat das durchgelesen, das Buch, gab es mir nach einer Woche zurück. Dann hat er gesagt, ich mache jetzt einen Urlaub in Indien und wenn ich zurück bin, dann machen wir Aufklärungsreportagen in Bayern-Journal. Am letzten Tag seines Urlaubs war er in Mumbai. Es war der 26. November 2008. An dem Tag sind 10 Moslems aus Pakistan durch Mumbai gelaufen und haben 200 Menschen umgebracht. Mein Freund Ralf Burkeil kam im Sarg aus Mumbai zurück. Ein Opfer des islamischen Terrors. Das war 2008. Und danach gab es eine Serie von Terroranschlägen. Ja? Ah ja, komm, hör doch auf. Ach komm. Hör dir an, was wir sagen und denke nach. 2001 war der apokalyptische Terroranschlag in New York. 2003 wurden Züge in Spanien in die Luft gesprengt, 200 Tote. 2005 Busse in London mit 80 Toten. Ein Fließband von Terroranschlägen in ganz Europa. Und der Terror kam immer näher. Paris, Brüssel, Stockholm und Berlin. Mit versuchten Terroranschlägen in Ansbach. Dann der Terroranschlag in Würzburg, wo 3 Touristen aus Hongkong von einem irakischen Moslem mit einem Beil angegriffen wurden und schwer verletzt wurden. Die Polizisten kennen die Geschichte. Dieser Terrorist wurde dann gestellt von der Polizei und der Terrorist lief mit einem Beil auf die Polizei zu und die haben ihn dann erschossen aus Notwehr. Und dann kam Renate Künast und hat dann in ihrer unnachahmlichen Art und Weise hat sie dann getwittert, musste das denn sein, dass der erschossen wird? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Wir wollen mal sehen, wie die Renate Künast reagiert, wenn ein irakischer Moslem mit dem Beil auf sie zuläuft und zuschlagen möchte. Dann wird sie vielleicht einen Stuhlkreis vorschlagen und diskutieren. Meine Herren Gesangfeinde, die Grünen sind oftmals sowas von weltfremd. Ganz ehrlich, ja. Man kann nur eins sagen, der Polizei muss man an den Rücken steigen, alles richtig gemacht, dieser Typ, wenn er mit dem Beil auf andere zuläuft, ja, dann ist es völlig gerechtfertigt, wenn der dann in Notwehr erschossen wird. Punkt. Ende der Diskussion. So schaut's aus. Habe ich da gerade scheiß Nazi gehört?
Ich zeige jetzt hier, ich zeige alles an, Freunde. Ich zeige alles an, was an Beleidigen kommt. Ja? Scheiß Nazi kostet 1000 Euro. Sag ich gleich. Ja? Hört auf. Ja? Ich habe euch jetzt wirklich 4 Stunden lang habe ich euch die sachliche, zivilisierte Diskussion angeboten. Wenn ihr glaubt, ihr könnt ungestraft beleidigen, habt ihr euch getäuscht. Wir ziehen jetzt eine Strafanzeige nach der anderen durch. Wir wollen doch mal erleben, dass sich die Linksextremen hier daran gewöhnen, dass man nicht ungestraft andere beleidigt. Nee, ich frage mich gerade, ob ich eine ganze Gruppe anzeigen kann. Wenn eine ganze Gruppe mich als scheiß Nazi anklärt. Ja? Du Leute, ganz ehrlich, ja? Wir müssen heute hier in Hamburg an diesem Samstag, den 15. Februar, ein Exempel statuieren. Und damit anfangen, dass in dieser Stadt wieder Recht und Gesetz einzufährt. Weil Teile dieser Stadt sind gesetzlos durch das Handeln von Linksextremen, wo kein Einhalt geboten wird. Und da wollen wir anfangen, okay? Aber wir reden jetzt wieder über den politischen Islam. Ich verspreche es. Gut, also, Freunde, nochmal. Ich sag's heute echt zum 10. Mal oder 20. Mal. Was wir heute hier vermitteln, betrifft auch euch, eure Wertvorstellungen von der Gleichheit aller Menschen. Das ist eure ureigenste Wertevorstellung, die Gleichheit aller Menschen, die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das sind doch eure Werte und da haben wir doch eine gemeinsame Basis in unserer ganzen, in unserer gesamten westlichen demokratischen Welt. Gleichberechtigung von Mann und Frau, Gleichheit aller Menschen, Schutz von Minderheiten wie Homosexuellen und Juden. Also, und all das bedroht der politische Islam. Da könntet ihr doch sagen, hey Leute, da sind wir eurer Meinung. Lasst doch mal die Reflexe hier weg von wegen hier rechts und sowas. Das ist hier nicht Thema. Es geht hier um den politischen Islam. So, na. So, dummes Arschloch, hat er gesagt. Ne? So, bitteschön, Personalien, nee, ich mein's ernst. Der große Typ hier mit der schwarzen Kappe, einmal dummes Arschloch, zweitens scheiß Nazi. Bitteschön, Personalien auf, ich mein's ernst. Ja? Bitteschön, Polizei, Personalien von mir rein. Und das hat jetzt nichts mit Deeskalation zu tun, da gehen wir jetzt hin. Nehmen die Personalien auf. Wir führen jetzt mal wirklich den demokratischen Rechtsstaat auch hier in Hamburg durch. Ja? So, ja. Und da warten wir jetzt wirklich drauf, genau. Genau. Der Herr Arschloch und Drecks-Nazi. Ja? Ja, genau. Und da leisten jetzt die Linken keinen Widerstand, ja, weil das ist Widerstand gegen die Polizei, was hier versucht wird. Ne? Wollen wir ganz schön die Polizei ihre Arbeit machen lassen, keiner stellt sich dagegen, weil das ist auch eine Straftat. Wir wollen uns mal die Linksextreme Szene daran gewöhnen, dass hier Recht und Gesetz durchgesetzt wird und dass ihr euch auch zivilisiert verhaltet. Okay? So, Freunde, und jetzt geht's wieder um unser Thema. Und wir sind zuversichtlich, dass wenn wir jetzt mal die Beleidigungen aufhören, dass wir auch speziell bei den Frauen, ich sehe da junge Frauen, ihr müsstet solidarisch sein mit den Frauen im Iran. Die gehen zu Tausenden auf die Straße, die demonstrieren. Was? Ich nicht. Ach Leute, das ist doch schon lange her.